Hallo zusammen, ich grüße euch im Namen des Herrn Jeshua Mashiach, unser Herr und unser Elohim. Herr, ich preise deinen Namen. Danke für diesen Moment, Jeshua. Danke für dein Wort. Danke für das Leben, das du uns gibst, Jeshua. Halleluja. Danke, Herr. Amen. So, liebe Geschwister, bin wieder da heute. Ich komme einfach nicht dazu, eine Live-Übertragung zu machen. Aber ja, Jeshua segne uns also alle. Und wir sagen zurück zum Wort, zurück zu Jeshua Mashiach und willkommen zu unserer Sendung, die Stunde der Wahrheit. In der Stunde der Wahrheit geht es um unser Herr Jeshua Mashiach. Es geht um diese Wahrheit aus der Bibel. Und die Wahrheit ist Jeshua. Die Bibel sagt, wer die Wahrheit erfährt, die Wahrheit wird ihn frei machen. Halleluja. So, bevor ich also ins Thema reinkomme, habe ich also ein paar Informationen. Wir sind Mitte März auf Mission in Kamerun, Halleluja. Und die Mission in Kamerun, Informationen könnt ihr auch auf unserer Internetseite finden, Halleluja. Wo ist das noch? Da, genau. Wir werden also in Kamerun sein, in Yaoundé und in Douala von 15. März bis 24. März. Halleluja. So, für die Leute, die uns also unterstützen wollen, spenden und so, ihr könnt das auf unserer Seite, also unsere Seite hier unter Spenden, ihr könnt das auf Spenden gehen und da auf Mission, Spenden für die Mission, also auf Mission und als Verwendungszweck, also könnt ihr Mission Kamerun einfach reinschreiben. Der Herr segne uns also alle. Halleluja. Wir werden also in Kamerun sein. Wir haben auch dort also ein paar, so ein Projekt. Eine Schwester hat die Gemeinde einfach gesegnet, so also ein kleines Grundstück gegeben, wo wir dort also so ein Waisenhaus also bauen können. Mit Hilfe von Jeshua Mashiach und die Gemeinde von Jeshua Mashiach, also alle, wir werden also fliegen hin und werden also schöne Zeit also dort haben und auch diese Grundstück mal besuchen. Halleluja. Preis den Herrn. Und alle, nochmal alle, die gerne uns also unterstützen wollen, können das also auf unserer Internetseite spenden und dann auf Mission gehen. Halleluja. Danke, Herr. So, also diese Slide kommt also aus der Seite von DW De Vie. Das seht ihr schon also hier. tvdevie.org. Amen. Gut, ja. Ich wurde letztes Mal richtig ermutigt. Also wir hatten, unser letztes Thema war, die Ernte ist groß, aber wo sind die Arbeiter? Und da hatten wir auch dazu, also von Talente gesprochen.
Unser Herr hatte uns also gezeigt, also durch sein Wort gezeigt, also dass wir, dass Leute verschiedene Talente bekommen haben und das also für den Herrn einsetzen sollen. Halleluja. Und ich wurde so letztes Mal also ermutigt, also als ich auch auf DVDV diese Lehre nochmal vertieft bekommen hatte, aber auf Französisch leider. Aber es war so einfach wunderbar. Halleluja. Ich danke Joshua Mashiach dafür. Und heute möchte ich noch was, also möchte ich uns noch ermutigen, das Werk des Herrn zu tun. Aber wie? Ich erinnere mich, als wir in Paris Ende letztes Jahr waren, also auf diese Nacht der Danksagung, gab es da, es gab da so eine Lehre oder ein Wort über, ich glaube, das war Guadeloupe, dass die Gemeinde dort anfangen sollte, andere Geschwister auch zu vertrauen und so, weil viele warten bloß, also dass bestimmte Leute kommen, eine bestimmte Gabe oder ein bestimmter Dienst also kommt und immer gleiche Dienst, ne? Versteht ihr? Dass dieser Dienst also immer wieder und immer wieder dort arbeitet, aber war nicht bereit, andere Dienste oder andere Geschwister auch zu vertrauen und mitzuarbeiten. Und und dann hatte ich also letztes Mal, während ich also die Bibel gelesen hatte, also habe ich also eine Lehre von dem Herrn bekommen. Und diese Lehre, liebe Geschwister, möchte ich also heute mit euch mal teilen. Halleluja. Herr, ich preise deinen Namen. Danke, Joshua Mashiach, für deine Liebe. Herr, bitte hilf mir, dieses Wort weiterzugeben, diese Lehre weiterzugeben, wie du mir gelehrt hast, Joshua. Danke, Herr. Halleluja. So, nehmen wir unsere Bibel. Nehmen wir die Bibel. Ich nehme die BIM, Bibel von Joshua Mashiach. Halleluja. Und auch noch dazu, also für die Geschwister, für die Leute, die diese Bibeldruck unterstützen wollen, also auf unserer Seite, auf unserer Internetseite könnt ihr auch spenden. Da steht also bei Spenden auch BIM, Bibel Joshua Mashiach, gibt es also ein Konto, speziell Konto dafür. Halleluja. Also zurück zum Thema. Als ich also Johannes Evangelium gelesen hatte, habe ich da so eine Lehre bekommen. Das sind Dinge, die wir, die Geschichte hatten wir schon, also habe ich schon, also schon so oft gelesen, aber da hatte ich was entdeckt und ich war, oh Herr, Wahnsinn. Also in Johannes Kapitel 3, ab Vers 22, gibt es da also diese Geschichte, das Zeugnis also von Johannes, also Johannan des Täufers, also Johannes der Täufers. Ab Vers 22 steht, ich mache das größer, Halleluja. Nach diesen Dingen kam Joshua mit seinen Jüngern in das Land Juda. Und dort blieb er mit ihnen und taufte. Johanan taufte aber auch in Enon, in der Nähe von Salim, weil dort viel Wasser war. Und man ging dorthin, um sich taufen zu lassen.
Also die Leute sind also zu, ja, ihr kennt schon, also Johannes sagte, also ich taufe mit dem Wasser. Ja? Das sieht man also in Matthäus Kapitel 3, 4 oder Markus auch ganz am Anfang. Und hier Vers 24 steht, dass Johanan war nämlich noch nicht ins Gefängnis gekommen. Es gab aber eine Diskussion zwischen Johannans Jüngern und den Juden, was die Reinigung betraf. Und sie kamen zu Johannan und sagten zu ihm, Rabbi, das ist also Lehrer, Rabbi, derjenige, der mit dir jenseits des Jordan war und über den du gezeugt hast, siehe, der tauft und alle gehen zu ihm. Lieber Geschwister, als ich das gelesen hatte, war ich, was versuchen überhaupt die Leute da zu machen? Die hatten irgendwas vor. Irgendwas vor. Die kommen und sagen, Johannes, also du bist doch unser Rabbi, aber es gibt da einen anderen Rabbi und der tauft und viele Leute gehen zu ihm. Und dann Johannes antwortete und sprach, der Mensch kann nicht empfangen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Liebe Geschwister, dieser Vers, genau das, also aus diesem Vers ist, ich war, oh Herr, das geht weiter. Es ist genauso wie diese Talente, also was du uns, die Lehre, die du uns das letzte Mal gegeben hattest. Könnt ihr euch erinnern, also in Matthäus Kapitel 25, da steht da drin, dass die Talenten wurden gemäß ihre Fähigkeiten gegeben. Und hier, was haben die Leute überhaupt versucht? Die haben versucht, also irgendwie Johannes mit Joshua Mashiach zu vergleichen. Und noch schlimmer, wollten sie Johannes einfach sagen, hey, du, die Leute verlassen dich, die gehen jetzt also zu den anderen dort und er tauft sogar mehr als du. Könnt ihr euch also mal vorstellen? Diesen Vergleich. Die wollten einfach, dass Johannes also irgendwie neidisch wird. Neidisch auf wen? Neidisch auf Joshua Mashiach. Weil plötzlich also sind die Leute zu ihm gegangen. Einige Leute sind zu ihm gegangen aber Johannes sagt einfach, der Mensch kann nicht empfangen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Und dann sagt er also in Vers 28, ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Maschiah, sondern ich wurde ihm vorausgesandt. Also er wusste genau, wer er war. Liebe Geschwister, er wusste, wer er war. Und er wusste auch, wer Joshua Mashiach war. Und er hat, und es geht weiter. Also Vers 29, wem die Braut gehört, der ist der Bräutigam, der Freund des Bräutigams, aber der mithilft und ihn hört, freut sich mit Freude über die Stimme des Bräutigams. Deshalb ist die Freude, die ich habe, erfüllt. Vers 30, liebe Geschwister, das ist er. Er sagt, er muss wachsen und ich muss kleiner werden. Halleluja. Halleluja. Die Leute wollten Johannes gegen Joshua Mashiach bringen.
Johannes einfach seine Fähigkeit mit Joshua Mashiach Fähigkeit vergleichen und dann sagen, hey, viele gehen zu ihm, aber du taufst nicht mehr so viel, was ist los? Halleluja! Versteht ihr das, liebe Geschwister? Versteht ihr das? Was wollten sie da? Die wollten einfach, dass er anfängt, ja, der Bruder dort ist besser als ich, er hat, er zieht so viele Leute, er hat das in the... Haben wir nicht also solche Probleme in viele Gemeinden? Oh ja, in unserer Versammlung hat so viele Leute, aber der andere dort, seine Versammlung hat so viel, so viel, so viel. Und dann man fängt an, sich also zu vergleichen. Man versucht, die Geschwister Neid, also so ein gegenseitiger Neid zu bringen. Ich erinnere mich, also wo also ein Bruder jemand hatte, wollte etwas tun. Er wollte etwas tun, er war sogar in er hatte was vom Herrn bekommen. Der Bruder ist gegangen und hat das getan. Ich hatte mich sogar gefreut. Oh, Halleluja, mach weiter so. Und dann kam jemand anders und sagte, siehst du, was er gerade tut? Nein, das, was er tut, das ist, er will sein eigenes Ding machen, bla 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 bla. Und ich wurde auch verführt. Obwohl ich mich also ganz am Anfang von dem Werk des Herrn gefreut hatte. Aber dann kam also eine andere Stimme und hatte versucht, irgendwie die Leute gegenseitig zu bringen. So, ja, eine sogenannte Spaltung. Weil der Bruder einfach das Werk des Herrn tun wollte und weil einige Leute nicht also dabei waren. Mein Bruder, meine Schwester. Sogar wenn du nicht dabei bist, sogar wenn du nicht da bist, sogar wenn man dich nicht informiert oder geholt oder gesagt oder mitgeteilt oder irgendwie. Solange das Werk des Herrn ist, sollen wir uns alle freuen. Halleluja! Die Bibel sagt, wenn eine Person unser Herr Joshua Mashiach annimmt, es ist eine Freude im Himmel. Die Engel freuen sich. Aber diese Leute da, die haben sich nicht mal gefreut, dass viele Leute zu Joshua gegangen sind und dort getauft wurden. Nein, die haben angefangen, einfach die Menge, die Anzahl der Leute, die getauft wurden, zu vergleichen. Hey, Johannes, ja, du, guck mal, viele gehen jetzt also zu den anderen. Wir müssen was tun. Kein Wunder, dass wir heute so viele komische Gemeinden haben, so viele komische christliche Versammlungen haben, wo die Leute sich irgendwie konkurrieren, unbedingt wegen über die Menge von die Anzahl also von den Teilnehmern oder wie die ihre Gebäude sind oder wie ihre Saalsäle sind und sowas. Oh, die Stühlen bei uns in unserer Gemeinde sind schöner als die anderen dort. Oh, bei uns gibt es also Kaffee und Kuchen am Ende des Treffens. Oh, die anderen, nein, bei uns gibt es also sowas, das. Ist Joshua Mashiach überhaupt erhoben? Ist Joshua Mashiach in der Mitte?
Ist es das Werk des Herrn? So viele Konkurrenz, also zwischen Geschwistern. Man freut sich nicht mehr, wenn ein Bruder oder eine Schwester etwas von dem Herrn bekommen hat. Man freut sich nicht mehr. Statt sich also zu freuen, oh, der Bruder da, diese Schwester hat also diese Lieder bekommen und teilt das also mit den anderen Geschwistern. Alle freuen sich, dass Joshua Maschia gepriesen wird. Aber das ist nicht der Fall. Nein. Warum hat er dieses Lied gemacht? Er hat das nicht also mit mir gemacht. Ich singe doch so schöner. Also ich hätte das also mit ihm gesungen. Und dann ist diese Freude nicht mehr da. Oh, Joshua Mashiach. Liebe Geschwister, wir müssen, wenn wir sehen, dass ein Bruder oder eine Schwester oder ihn, also jemand etwas von dem Herrn bekommen hat, Gabe, Fähigkeiten, dann sollen wir diese Person, diese Bruder unterstützen. Helfen, dass die Person also in seine Gabe aufwächst. Freuen, dass der Bruder oder die Schwester das Werk des Herrn tut. Und nicht sich also irgendwie zu vergleichen und dann unbedingt bekommen, also man will unbedingt haben, was der Bruder hat. Oh, Joshua Maschia. Der Johannes der Taufer sagt einfach in Vers 30, er muss wachsen und ich muss kleiner werden. Er hatte sofort verstanden, das ist der Messias, das ist der Messias. Ich hatte bloß den Weg vorbereitet, er ist da. Warum soll ich mich also mit ihm vergleichen? Die Fähigkeiten, die er bekommen hat, was er bekommen hat, die Mission, die er bekommen hat, ist nicht die gleiche Mission. Er hat da so eine riesige Mission, also ich habe bloß den Weg vorbereitet. Woo! Joshua Mashiach. Ayayayayayayay. Immer die Menschen. Und guck mal, was ich entdeckt habe. Also, es gab eine Diskussion, Vers 25, es gab aber eine Diskussion zwischen Johannes Jünger und den Juden, was die Reinigung betraf. Und sie kamen zu Johannes und sagten zu ihm, Rabbi, derjenige, der mit dir jenseits des Jordan war und über den du gezeugt hast, siehe, der tauft und alle gehen zu ihm. Aber wenn man also in Kapitel 4 ganz am Anfang liest, da steht, als der Herr erkannte, dass die Pharisäer erfahren hatten, dass er mehr Jünger als Johannan machte und taufte, und da steht, allerdings taufte Joshua nicht selbst, sondern seine Jünger. Die hatten nicht mal also die richtige Information. Haben bloß gehört, der da macht jetzt also mehr Jünger und tauft mehr als Johannes. Also die Pharisäer, die immer beobachten und immer vergleichen, die waren da. Haben gesehen, okay, wie viel macht er überhaupt? Wie viele Jünger macht er? Wie viel tauft er? Er tauft sogar mehr. Und Joshua hatte das festgestellt. Was ist passiert? Verließ er Judäa und kehrte zurück nach Galiläa. Er ist weggegangen. Weil er einfach dieses Vergleich nicht wollte. Nein. Die werden also irgendwas tun und das Schlimmste, das war nicht mal also die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass er selbst nicht die Leute getauft hatte, sondern seine Jünger. Die Jünger haben das gemacht. Aber
Nee, Johanan hat da so eine andere Information gekriegt. Oh, er darf sogar mehr als du. Oh, du bist erledigt. Aber Johannes, Johanan, der Teufel wusste einfach, hey, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer er ist. Ich freue mich sogar, dass er da ist. Ich habe euch doch gesagt, ich taufe mit Wasser. Aber da kommt jemand anders, der wird euch also mit dem Feuer und der Heilige Geist taufen. 1. Korinther Kapitel 4, 1. Korinther, ganz am Anfang, 1. Korinther, gab es auch so ein solches Problem. 1. Korinther Kapitel 1, ab Vers 10. Halleluja. Doch ich ermahne euch, Brüder, im Namen unseres Herrn Joshua Mashiach, alle dieselbe Sprache zu sprechen und dass es keine Spaltungen unter euch gebe, sondern im selben Denken und in derselben Meinung übereinzustimmen. Er wollte, dass die Brüder, die Geschwister alle gleiche Meinung, selbe Sprache, selbe Denken haben. Halleluja, damit es keine Spaltungen kommt. Und guck mal, welche Art von Spaltungen sind überhaupt gekommen. Denn es ist mir über euch bekannt geworden, meine Brüder, durch diejenigen bei Chloe, dass es unter euch Streitigkeiten gibt. Aber ich erwähne das, weil jeder von euch sagt, ich bin wirklich von Paulus. Und ich bin von Apollos. Und ich von Kephas. Und ich von Mashiach. Könnt ihr euch vorstellen, liebe Geschwister? Könnt ihr euch vorstellen? So viele Denominationen sind einfach da entstanden. Oh, ich bin von Paulus. Ich mag gern, wie er spricht. Ich will nichts mehr so mit Apollos zu tun haben. Und dann gibt es, Apollos mag ich gern, wie er geht. Oh, Kephas mag ich gern, wie er von das und das und das spricht. Und da gibt es also einige, die sagen, oh, ich bin von keinem da, ich bin von Mashiach. Spaltungen, weil sie die Geschwister einfach verglichen hatten. Die haben sie verglichen. Die haben nicht also die Fähigkeiten, die dem Herrn gegeben hatte und dann verglichen. Nein, so funktioniert das nicht, lieber Geschwister. Und dann sagte, ist der Mashiach geteilt? Ist Paulus zu euren Gunsten gekreuzigt worden? Oder seid ihr auf den Namen Paulus getauft worden? Liebe Geschwister, wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen. Uns freuen, für was unser Herr in dem Leben von alle Geschwister tut. Und wenn man so ist, man kann also die Leute richtig segnen. Ohne Neid, ohne irgendwelche Hintergedanken. Solange diese Person für den Herrn ist, solange dieser Bruder oder Schwester für Joshua Mashiach ist, dann man soll sich also freuen, dass das Werk des Herrn getan wird. Halleluja! Oh, letztes Mal also hatte ich mich also richtig gefreut. Und ich sagte, das ist wirklich eine Lehre für uns alle, für alle Geschwister. Als in letztes Mal also in Paris also erwähnt wurde, also dass also eine Schwester ein Grundstück gegeben hatte für damit also ein Waisenhaus also dort gebaut wird.
Diese Information ist nicht dazu gekommen, ja, die Geschwister aus Deutschland oder die Gemeinde in diesem, das hat das und das und das gegeben. Nein, es wurde gesagt, jemand hat uns, die Gemeinde hat etwas bekommen, ein Grundstück bekommen. Habt ihr nicht gesehen? Diese Krankenhäuser in Kamerun, Krankenhäuser in Gabun, Krankenhaus in Kongo. Alle diese Werke, alle diese Vereine, die einfach kommen und bauen hier Waisenhaus, also da etwas, also für die Kinder. Alle diese Werke. Wenn wir alle diese Werke als Werke des Herrn erkennen, dann sollen wir diese Werke unterstützen, wie Yehoshua Mashiach es in unser Herz legt. Halleluja! Weil das Werk des Herrn ist. Und nicht einfach sagen, jemand hat einmal gesagt, zurück zum Wort ist sowieso schon, also so, zurück zum Wort ist, das ist für dich. Und ich sagte, nein, das ist nicht für mich, das ist das Werk des Herrn. Halleluja. Und es ist keine Denomination. Es ist keine bestimmte, Denomination, wo die Leute sich also als zurück zum Wort bekennen. Nein! Wir sind Christen. Leute, die Yehoshua Mashiach folgen. Und darum sagen wir zurück zu Yehoshua, weil er allein gebührt die Ehre. Halleluja! Wir müssen aufhören. Diese ganze Vergleiche und so, diese Neid zwischen Geschwistern und sowas. Das kann doch nicht wahr sein. Beten, wir sollen also für die Geschwister, für die Leute beten. Beten, unterstützen. Wie unser Herr uns es sagt. Puh, Halleluja. Oh, Yehoshua Mashiach, ich will nicht so lang sein. Ich nehme die Bibel in 1. Korinther, nee, ich werde da beenden. 1. Korinther Kapitel 13. Halleluja. Oh, Halleluja. 1. Korinther Kapitel 13, ab Vers 1. Oh, Yehoshua. Sei gelobt, Herr. Wenn ich Sprachen der Menschen und sogar der Engel rede, aber keine Liebe habe, bin ich zu einem klingenden Kupfer oder zu einer Zimbel geworden, die den Alala-Ruf regelmäßig wiederholt. Alala-Ruf, was bedeutet das auch Alala-Ruf? Der Schlachtruf Alala war ein Brauch der griechischen Soldaten, wenn sie in den Kampf zogen. Alala ist die Göttin des Kriegsgeschreies. Interessant. Alala Ruf regelmäßig wiederholt. Auch wenn ich Prophezeiung habe und alle Geheimnisse und die Erkenntnis aller Dinge weiß und auch wenn ich allen Glauben habe, um Berge zu versetzen, aber die Liebe nicht habe, so bin ich doch nichts. Lieber Geschwister, es passieren so viele Dinge und wir meinen, die Liebe in uns zu haben, aber nein. Wenn wir da sind, also immer unsere Fähigkeiten mit denen da zu vergleichen und so, warum freust du dich nicht für was du vom Herrn bekommen hast? Warum freuen wir uns nicht, also womit, mit was unser Herr uns gegeben hat? Vers 3. Und wenn ich
all mein Hab und Gut hingebe, aber die Liebe nicht habe, so nützt mir das nicht. Und jetzt also Vers 4. Vers 4, was sagt uns Vers 4? Die Liebe ist geduldig. Sie erweist sich als sanftmütig. Die Liebe ist nicht neidisch. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Liebe Geschwister, hier steht, die Liebe ist nicht neidisch. Es ist nicht neidisch. Darum ist es, wenn du hörst, dass etwas passiert ist, dass ein Bruder, eine Schwester etwas für den Herrn getan hat, dann sollst du dich also freuen. Und dann noch die Geschwister für sie noch beten. Wenn die Geschwister auf Mission oder irgendwo sind, die brauchen unsere Unterstützung im Gebet. Oh. Die Liebe ist nicht neidisch. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie tut nicht Unanständiges. Sie sucht nicht ihren eigenen Vorteil. Sie ärgert sich nicht. Sie beachtet das Böse nicht. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Halleluja! Liebe Geschwister, liest das also einfach weiter zu Hause. 1. Korinther Kapitel 13, Vers 1. Diese Geschichte, was ich also vorher gelesen hatte. Die Leute kamen und wollten einfach so, dass also Johannes der Täufer gegen Joshua Maschia bringen. Und es gibt immer wieder solche Leute, die kommen und wollen dich also gegen die Geschwister, gegen die Brüder, gegen die Schwester so einfach bringen. Man soll sich freuen, wenn ein Bruder auf die Straße gegangen ist und evangelisiert und so viele Leute gekommen sind, so viele Leute den Herrn angenommen haben. Man soll sich freuen und nicht sagen, oh, wer hat ihn dort geschickt? Warum war er dort? Herr, deine Gemeinde braucht Hilfe. Wir brauchen deine Hilfe, Joshua Maschia. Ich preise deinen Namen, Joshua. Herr, ich bete für die Gemeinde. Joshua Maschia, ich bete, Herr, dass du uns vergibst, Herr. Vergib deine Gemeinde. Ich bete für die Gemeinde in Deutschland und in allen Nationen. Herr, heile uns. Heile deine Gemeinde, Herr. Nimm diesen Neid weg. Und fühle uns mit deiner Freude und die Liebe zueinander, die Liebe. Du sagst in dein Wort, also wenn wir uns lieben, so wie die Welt erkennen, dass wir deine Jünger sind. Halleluja. Herr, fühle uns mit deiner Liebe. Ich danke dir, Joshua Maschia, für alles, was du tust. Danke, Herr. Im Namen Joshua Maschia. Amen. Der Herr segne uns alle und wir sagen zurück zum Wort, zurück zu Joshua Maschia und bis zum nächsten Mal. Amen.